In diesem Video möchte ich euch dazu motivieren, eure Steuererklärung abzugeben. Und dazu braucht ihr nicht immer die Lohnsteuerhilfe und auch keinen Steuerberater. Viele Dinge kann man mit Hilfe von Programmen und Apps ganz einfach selbst erledigen und dabei auch noch Geld sparen. Nach dem Intro schauen wir uns den ersten Schritt an, den man machen muss, bevor man die Steuererklärung abgibt. Man muss sich nämlich für ein Programm entscheiden oder eine App, mit der man dann mit dem Finanzamt kommuniziert und seine ganzen Daten eingeben kann. Los geht's nach dem Intro. Welche verschiedenen Systeme gibt es überhaupt und welches Programm ist für mich das Richtige? Ich würde mal 4 bzw. 3,5 Punkte unterscheiden. Es gibt das klassische Programm für den PC. Hier installiere ich mir eine Desktop-App und gebe damit meine Steuererklärung ab. Es gibt aber auch online im Browser die Möglichkeit, die Steuererklärung zu machen. Und auch seit ein paar Jahren sehr bekannt sind Apps, die eben anbieten, dass die Steuererklärung am Smartphone oder Tablet gemacht werden kann. Und als letzten halben Punkt würde ich noch Elster Online erwähnen. Das ist die kostenlose Variante, die das Finanzamt bereitstellt. Diese Variante würde ich jetzt hier aber nicht bewerten wollen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das Programm benutzt habt. Finanztest schreibt darüber zum Beispiel, dass das eher für Erfahrene ist und es halt wenig Beratung durch das Programm selbst gibt. Wenn man jetzt einen überschaubaren Fall hat, zum Beispiel man ist nur Arbeitnehmer und möchte gar keine Werbekosten ansetzen, sondern hat halt mal einen Handwerker im Haus gehabt und möchte nur den absetzen, oder man ist Mieter, da hat man ja auch immer die Nebenkostenabrechnung, Teile davon sind haushaltsnahe Dienstleistungen, die kann man zum Beispiel absetzen. Wenn es dann um solche einfachen Dinge geht, kann man sicherlich auch das Programm vom Finanzamt benutzen, dann lohnt sich eventuell die Investition in ein komplexeres Programm nicht. Das werden wir jetzt hier aber nicht betrachten. Erstmal vorneweg möchte ich sagen, dass viel, was ich hier erzähle, auch bei Finanztest nachzulesen ist. Deshalb packe ich euch einen Link in die Videobeschreibung und würde es euch ans Herz legen, einfach mal den Artikel freizuschalten über die getesteten Programme. Da hat man nämlich genau diese 3 Varianten auch in der Übersicht mit Bewertung und noch ein paar Tipps und Tricks dabei. Müsst ihr aber euch nicht unbedingt zu Gemüte führen, ihr könnt auch einfach mir jetzt folgen. Ich werde jetzt einfach mal die Punkte durchgehen und euch erklären, warum ich mich für welches System entschieden habe. Fangen wir mal ganz klassisch bei den Desktop-Programmen an. Die bekommt man entweder als Download-Version oder kann sie noch auf CD kaufen, wobei die CD sowieso ein bisschen fake ist, denn man muss das Ganze so oft updaten. Da kann man sich die Installationsdatei gleich aus dem Internet laden. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, auch wenn ihr die CD-Version kauft, habt ihr natürlich Zugriff auf diese Updates. Ich habe jetzt bei meinem Aldi gesehen, da steht sogar extra drauf, dass man die CD überhaupt nicht braucht. Viele PCs haben ja gar keine CD-Laufwerke mehr. Man gibt einfach den Garantiecode irgendwie online ein und kann das Programm dann freischalten und aktivieren. Wo liegen jetzt also die Vorteile von den Desktop-Versionen oder vielleicht auch die Nachteile? Generell kann man sagen, dass die Desktop-Variante immer noch die günstigere Variante ist. Allerdings trifft das nur für Windows-Nutzer zu, bei macOS kann es unter Umständen teurer werden. Was für mich persönlich ein großer Vorteil ist, die Datenhaltung ist erstmal offline. Ich habe keine Cloud, in die meine Daten zwangsgeladen werden, sondern ich habe einfach eine Datei, in der ich meine Steuer bearbeiten kann, und mir bietet mein Programm zum Beispiel an, die Datei verschlüsselt abzuspeichern. Also wirklich AES verschlüsselt, ich lege ein Passwort fest und dann könnte ich es ja zum Beispiel auf mein Google Drive legen und das synchronisieren. Natürlich muss ich dann mein Passwort noch wissen, wenn ich es nicht mehr weiß, komme ich an die Daten nicht mehr ran. Empfinde ich aber als Vorteil, denn ich habe eigentlich fast den Komfort, wie wenn ich es in der Cloud habe oder habe es tatsächlich in der Cloud, allerdings halt verschlüsselt, das heißt der Cloud-Anbieter sieht nichts von den Daten und ich habe trotzdem eine Datensicherung. Ein weiterer Vorteil, wie ich finde, bei den Desktop-Programmen ist, die sind einfach übersichtlicher. Man hat halt einen 16:9 Bildschirm, irgendwie Full HD und hat da viele Daten eben angezeigt. Man hat einen übersichtlichen Strukturbaum, wo man sich gerade befindet, also so eine Art Inhaltsverzeichnis. Man kann sehen, welche Punkte noch offen sind, welche noch gar nicht angeschaut sind oder wo es noch Probleme gibt. Ein weiterer Vorteil bei den Desktop-Versionen ist, man kann beim Kaufen quasi wenig falsch machen. Es gibt 2 große Anbieter, das ist die Akademische Arbeitsgemeinschaft und einmal Buhl.
Und die vielen Programme, die man so auf dem Markt findet, sind meistens von einem oder dem anderen Anbieter unter einem anderen Namen verkauft. Da kann ich euch zum Beispiel mal den Blog MyDeals ans Herz legen, da ist das sehr gut aufgedröselt. Es gibt da aber ein paar Einschränkungen hin und wieder und das ist auch der Grund, warum ich nicht die günstigen Versionen vom Discounter verwende. Gerade die Anzahl der Abgaben zum Beispiel kann abweichen oder die Möglichkeiten, Daten aus anderen Programmen zu übernehmen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze im Browser zu machen. Und da habe ich gleich ein paar Fragen. Also wenn ich am Browser sitze, dann bin ich ja ohnehin wahrscheinlich am PC. Dann kann ich doch gleich das Desktop-Programm benutzen. Dann verhindere ich, dass die Daten in die Cloud rutschen. Gut, auf der anderen Seite habe ich dann halt eine automatische Sicherung, wenn ich alles im Browser eingebe. Allerdings sind bei der Stiftung Warntest hier auch die Testergebnisse eher durchwachsen. Und die Programme sind auf die Abgabe gerechnet eher teurer als die PC-Programme. Dann kommen wir zur letzten Kategorie, nämlich zu den Apps. Mir persönlich würde da die Übersicht fehlen. Dafür ist mir mein Smartphone einfach zu klein, um da die Steuererklärung zu machen. Da ich jetzt hier offensichtlich einen YouTube-Kanal betreibe, habe ich ja nicht nur die Abgabe jetzt als Angestellter, sondern möchte natürlich auch noch als Kleinunternehmer meine Einnahmen von YouTube versteuern. Also das möchte ich nicht, das muss ich natürlich, aber ja, bleibt einem ja nichts anderes übrig. Und da fällt einem aber gleich schon der Preis auf von den Apps. Die sind relativ teuer. Und dann kommt auch noch dazu, dass viele Apps schlecht bewertet sind bei Finanztest. Also teurer Preis und irgendwie durchwachsene Bewertung. Das trifft natürlich nicht auf alle Apps zu. Wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht hier den Finanztest-Artikel zeigen. Schaut da einfach bei Finanztest vorbei, wenn ihr die genauen Testergebnisse sehen möchtet. Und auch hier habe ich das Problem, dass ich meine ganzen Finanzdaten bei anderen Unternehmen zwischenspeichere. Ich habe hier also auch eine Cloud-Sicherung. Ist aber auch natürlich ein Vorteil, denn ich muss mich um die Sicherung einfach nicht kümmern. Wenn ich ein PC-Programm habe, muss ich mir halt Gedanken machen, wie ich die ganzen Daten sichere. Ich habe jetzt für dieses Video einfach mal aufnehmen wollen, wie man so eine Steuererklärung mit Taxfix zum Beispiel macht. Und obwohl das Programm 40 Euro kostet für eine Abgabe, kann ich meine Kleinunternehmerregelung hier gar nicht angeben, beziehungsweise wenn ich die so angebe, dann sagt mir Taxfix, dass es für meine Konstellation gar keine Abgaben zulässt. Und ich habe jetzt zum Beispiel Tax Professional im Vergleich, das kriegt man im Einzelhandel für ungefähr 40 Euro aktuell, was auch nicht günstig ist, aber das ist eben die Professional-Variante. Die kann das. Ich glaube, das kann sogar die Nicht-Professional-Variante und die kostet irgendwie 20 Euro oder sowas. Und damit kann ich auch mehrere Abgaben machen. Und was bei Taxfix auch ein Problem ist, ist die gemeinsame Veranlagung. Wenn man zum Beispiel verheiratet ist, macht es in manchen Fällen Sinn, sich gemeinsam veranlagen zu lassen und in anderen Fällen nicht, also eine gemeinsame Einkommenssteuererklärung abzugeben. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das Programm für mich das entscheidet, wie ich das am besten abgebe. Und als ich dann mal in die Hilfe von Taxfix genau zu diesem Thema gegangen bin, sagt mir das Programm, naja, rechne doch mal beides durch. Also gib mal einmal an, als würdest du gemeinsam veranlagt abgeben und als würdest du nicht gemeinsam veranlagt abgeben. Dann nimm dir Zettel und Papier und schreib dir die verschiedenen Ergebnisse auf. Also ich bin irgendwie so groß geworden, dass wir Computer mal dafür erfunden haben, dass wir eben nicht mehr Zettel und Papier brauchen. Und Taxfix hält das aber scheinbar immer noch für eine gute Idee. Bei meiner Software, und jetzt sage ich euch auch, welche ich habe, oder ich habe es euch ja eigentlich schon gesagt, nämlich die von Buhl, Tax Professional, die entscheide das selbst. Also ich gebe einfach stumpf meine Daten ein, gebe von meiner Partnerin die Daten ein und am Ende sagt mir dann das Programm, naja, bei euch macht es jetzt mehr Sinn, getrennt abzugeben oder zusammen abzugeben. Und genauso möchte ich das natürlich. Das muss das Programm entscheiden, genau dafür habe ich ein Programm. Also von Taxfix war ich in den ersten Minuten schon echt super enttäuscht gewesen. Und wenn ihr mal bei der Finanztest nachlest, dann ging es nicht nur mir so. Dann möchte ich euch noch zwei kleine Hinweise geben. Die zählen im Prinzip für alle Programme, die ich jetzt vorgelesen habe. Die Kosten für dieses Steuerprogramm könnt ihr natürlich wiederum von der Steuer absetzen. Und nicht jedes Jahr ein neues Programm kaufen wäre mein zweiter Tipp. Wenn man sich nämlich für einen Hersteller mal entschieden hat, dann kann man die Daten aus den Vorjahren immer übernehmen und die Interfaces ändern sich jetzt auch nicht so dramatisch. Man gewöhnt sich dann halt an das Programm viel besser.
Da müsst ihr halt aufpassen, wenn ihr beim Discounter kauft, wie gesagt, einfach mal bei MyDeals vorbeischauen, wie das mit der Datenübernahme aus anderen Programmen ist oder aus den Vorversionen. Das war jetzt der erste Teil. Im nächsten Teil, beziehungsweise im nächsten Video, das ich veröffentlichen werde, dann sprechen wir mal darüber, welches Programm ich benutze. Also ich zeige euch dann mein Programm, TAX Professional, und zeige euch auch, wie ihr anfangen müsst, das Programm zu benutzen, was es da für Hindernisse und Tipps und Tricks gibt.